Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Rhyme. Ja, ich weiß über dieses Spiel nur, dass es ein Spiel mit Rätseln ist und dass wir irgendwie nach Hause kommen müssen. Mehr weiß ich nicht, ich lasse mich überraschen. Wir beginnen ein neues Spiel. Okay, es ist sehr hübsch gemacht schon mal. Und wir stehen auf. Wir spielen einen Jungen und sind irgendwo gestrandet. Wahrscheinlich war das Unwetter schuld. Und wir sind ganz alleine. Weit und breit nichts. Ja, das sieht nicht so aus, als könnte ich da irgendwo hin. Aber wir können auf jeden Fall rennen. Die Tiere tun uns nichts. Einfach nur mal, um zu gucken. Okay, da könnte man rein. Da hinten könnte man aber auch lang. Wir können eine Rolle machen. Schreit er Hey oder Dad? Hey, glaube ich. Wir rennen jetzt erst einmal hier lang, weil hier ist definitiv ein Weg. So, da können wir vielleicht hochklettern. Ich weiß ja nicht, wie es mit dem Schwimmen aussieht bei dem jungen Mann hier. Okay, wir können es. Ich würde sagen, versuchen mal. Ich weiß nicht, können wir hoch? Das geht. Aber. Ja, weiter kommen wir hier nicht. Dann können wir auch nicht rüberspringen. Große Säulen. Okay, gucken wir erstmal hier. Aha. Er kann sich jetzt nirgendwo hochziehen. Aber wir haben jetzt hier schon mal was gefunden. Huch! Okay. Wir haben jetzt eine Vase angeschrien. Ja, das geht. Gut. Einmal gucken. Hier war der Kantenmaler.
Ja, da geht's nicht runter. Ich würde es auch hier hoch versuchen. Einmal hier rumgucken. Aha, da hinten ist was. Ich bin gut. Können wir das wieder anschreien? Ah. Okay, wir haben eine Muschel gesammelt. Von vielen. Ach mein Gott. Okay, da sind wir lang, genau. Dann hier. Nö. Hier geht's ja nirgendwo mal weiter. Ach, das war jetzt blöd. Okay. Ja. Hier geht's tatsächlich nicht mehr weiter. Gut, ist natürlich jetzt nicht so schlimm. Oh, man kann aber einiges aushalten. Da ich ja jetzt weiß, dass wir schwimmen können, können wir es da hinten mal versuchen. Aber hier komme ich nie hoch. Sieht sehr gut aus, obwohl wir uns ein bisschen wegbewegen. Das ist zu hoch. Mhm. Hoch. Wo sind wir denn? Achso, wir sind von da gekommen. Eigentlich möchte ich hier da hinten hin. Und da ist auch eine Muschel. Oh mein Gott. Wie komme ich denn da hin? Ich komme da ja nicht hoch. Vielleicht später irgendwie. Och, ist das süß. Guck mal. Wie süß. Ich gehe erstmal hier lang. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Kann auch sein, dass ich ab und zu mal denselben Scheiß laber. Und lasst euch deswegen nicht... Was ist das denn? Ein Fuchs? Ein Fuchs. Okay. Da kommen wir nicht lang. Wie kommen wir hier wieder zurück? Ja. Hauptsache, wir haben einen Weg zurück. Das ist wichtig. Muss ich aber erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwo hinkommen. Kommen wir. Okay. Müssen aber ein bisschen klettern. Ach du Scheiße. Ich will das hier auf jeden Fall noch zu Ende machen. Da hinten die Ecke. Weil es da hinten ja, wo wir gerade hochgekommen sind, wesentlich weiter geht. Und hier es irgendwie so zu Ende scheint.
Da, genau. Hier wollte ich hin. Oh, und da steht jemand mit einem Umhang. Und der geht da rein. Hallo? Och, Treppen laufen, scheiße. Und dann auch noch in eine Runde. Ich hasse sowas, ey. Also bei Spielen hasse ich das total. Ja, hier ist jetzt aber keiner mehr oben. Haben uns das nur eingebildet. Sind aber noch viele. Na gut, das kriegen wir hin. Oh mein Gott. Halte ich ja fest. Links sind auf jeden Fall noch viele. Aber erstmal hier. Mhm. B. Kante ablassen. Sind ja hoffentlich keine wilden Tiere. Und wir haben ein Puzzlestück gefunden. Das haben wir auch noch. Okay, wir haben Tiere, wir haben Muscheln und wir haben Puzzlestücke. Das Ding kann ich hier direkt anschreien. Och, mein Hund, ey. Gut, das haben wir. Dann würde ich jetzt auch ganz gerne weiter links machen. Es wird richtig schön dunkel. Aber ich habe hier irgendwie keine Angst. Ach, guck mal. Oh. Das ist sicher gefährlich, da jetzt hinzugehen. Weil die ja bekanntlicherweise ihre Jungen bis aufs Blut schützen. Suchen die vielleicht all ihre Jungen? Ich bin vom Baum gelaufen. Shit. Kann ich eigentlich speichern? Nee, nur letzter Speicherpunkt laden. Ui, da müssen wir jetzt aufpassen. So, ich würde dich jetzt hier als Mutter einschätzen. Komm, geh mal weg hier. Los. Geh mal zu deiner Mama. Ich
Ich bin da unsicher. Ich gehe da noch nicht hin. Ich bin da sehr, sehr unsicher. Wenn die mich töten, dann... Ach, guck mal, da hinten steht wieder der mit dem Umhang. Ich muss schwimmen, oder? Auftauchen. Jetzt ist der mit dem Umhang natürlich weg. Ja, das war klar. Also da führt uns auf jeden Fall jemand. Und für das andere, ich muss mir da vielleicht noch irgendwie was überlegen, die irgendwie wegzulocken. Vielleicht mit Futter? Ich geh erstmal hier unten lang. Mhm. Ich geh erstmal hier weiter. Ja, durch Wasser lässt sich bekanntlich schwer laufen. Okay, hier. Quallen würde ich jetzt auch als gefährlich einschätzen. Also sie sind eine gefährliche, ist klar. Ich glaube, ich komme da jetzt so nicht hoch. Noch mal hier lang. Ja, ja, hier bin ich jetzt an dem großen Feld. Das sind hier die Statuen, die wir alle suchen müssen. Ich gehe jetzt mal hier hin. Haben wir jetzt was zu essen? Ich denke, damit können wir die Wildschweine weglocken. Ich hatte das, habe das Spiel übrigens noch nicht gespielt. Ich denke es mir einfach nur. Was da? Warte mal. 1, 2. Ach, die wollen nur ihre Dingens, ihre Kinder zusammenkriegen. Das könnte es auch sein. Versuchen wir es nochmal. So. Ich habe erstmal hier ein. Ich habe was zu essen, komm. Genau, schön. Hier, komm. Fressgeil Viecher, ey. Ja, genau, genau. Kommt her. Jetzt habe ich schon mal 2. Ich habe 3. Vier?
Aber bis dahin gehen sie nicht, okay? Nein! Ach so. Ich dachte, das will mich jetzt töten. Boah, jetzt fressen die da? Ja. Kann ich da jetzt vielleicht dran vorbei, während das frisst? Jawohl. Das hat doch super geklappt. Na, jetzt hauen sie auch ab. Ach, wie schön. Wie süß einfach nur, ne? Oh, was ist jetzt hier los? Okay, die sind jetzt hier alle am Fudern. Ich muss da unten hin. Ich glaube, ich habe hier alles weggemacht. Huchala. Ne, viele Wildschweine hier. Jetzt, wo ich das hier so sehe. Oh mein Gott, ein Fuchs. Oh, wie süß. Jetzt ist vorbei, jetzt bin ich mega verliebt. Was hatte ich denn da oben noch? Hatte ich da denn irgendwas noch? Okay, erstmal hier hoch. Um zu gucken, ob hier irgendwo noch was ist. Was war? Na gut, hier habe ich die eine Ruine nicht gemacht. Die könnte ich jetzt aber machen eben. Oh mein Gott, ach du Fuchs. Oh, wir sind in letzter Zeit aber auch immer mit Füchsen unterwegs, ne? Oh, das war scheiße. Oh mein Gott. Aber der ging, der war doch hier auch runter. Ja. Bin nur ein bisschen zu weit abgesprungen. Okay, hier komme ich wieder zurück. Huch, jetzt war ich gerade in der Wand. Und was haben wir denn hier? Komme ich denn da hoch? Hier wäre eigentlich richtig Opti. Ah, der will mich da nicht hochlassen. Komm hier nicht. Ich muss überlegen. Ah, da vielleicht? Ja, ja. Da war der Kantenmaler wieder.
Huch. Gott sei Dank fällt der nicht immer runter, ey. So, wir haben den Vogel. Ach, der Fuchs war. Oh mein Gott, wie putzelig, ey. Oh. Von der anderen Seite. Ja, hier führt auch eine Treppe. So, jetzt können wir uns um den Fuchs kümmern. Anderes habe ich jetzt hier nämlich nicht gesehen, wo ich jetzt noch hin könnte, wo ich noch rauf könnte. Aber wie soll uns das helfen, nach Hause zu finden? Also die Grafik, ne, gefällt mir mega. Ich weiß nicht, ich find's mega schick. Ist entspannend. Ist schön. Beim Spielen wird mir da immer schwindelig bei. Ja, da ging es ja nirgendwo mehr weiter. Oh, der Fuchs ist hier rein. Und da hinten sitzt er. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ach, er hat jetzt nur gesagt, wir sollen jetzt weiterlaufen wahrscheinlich. Gut, ich darf mich jetzt aber auch nicht ablenken lassen, nur von diesem Fuchs. Ich muss hier trotzdem noch weiter gucken und alles. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte jetzt hier niemanden erschrecken. Ah ja, die hauen ab. Gut. Ah, seht ihr? Und das zweite Puzzlestück. Deswegen habe ich gerade gesagt, ich darf mich jetzt nicht anfangen ablenken zu lassen, nur weil der Fuchs jetzt sagt, ich muss dem folgen. Upsala. Na, war doof. Oh mein Gott, der macht so ein... Der bellt so komisch. Der schreckt mich jedes Mal. Ich denke die ganze Zeit immer, mein Hund hätte Schmerzen oder sowas. Ja. Einmal hüpfen. Muss ich jetzt hier... Buchala. Ach so, ja. Zeit. Alles klar. Gut. Ich hab's verstanden. So. So, kleiner Freund. Oh mein Gott. Das ist so süß. Einpacken, mitnehmen. Ich meine, klar, so ein Tier ist kein Haustier. Also es gehört absolut nicht in eine Wohnung oder eingesperrt. Aber wie süß ist das bitte? Ich kriege richtig Gänsehaut gerade.
Okay, meine Lieben, ich muss jetzt aber Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.